Das hier ist der Kia Sportage als Diesel. Hä? Moment mal. Doch, Drehzahlmesser bis 6000. Ja, aber es gibt den Sportage doch gar nicht als Diesel. Ich hab's doch hier stehen, die Zulassungszahlen. 2022 wurden in Deutschland 76.139 Kias zugelassen. Davon 18.280 Sportage. Als Diesel? Null. Lediglich vom Sorento wurden 1.251 Diesel zugelassen. Und trotzdem steht der Kia Sportage für uns hier als Diesel, weil der Diesel beim Kia Sportage ein 48 Volt Mildhybrid-System hat. Und schwupp ist er fürs Kraftfahrtbundesamt kein Diesel mehr, sondern wegen dem 48 Volt Mildhybrid-System ein Mildhybrid. Obwohl er ein Diesel ist. Also, wenn es in den Medien immer heißt, der Anteil verkaufter Diesel nimmt dramatisch ab, ja. Das sind halt heutzutage alles Mildhybrid-Diesel und deswegen offiziell keine Diesel mehr. Und von diesen Mildhybrid-Diesel sind 2022 vom Sportage zwar nicht viele, aber immerhin welche zugelassen wurden. Und den Diesel mit 48 Volt Mildhybrid-System, den gucken wir uns jetzt mal etwas genauer an. Einmal von außen, einmal von innen. Ich habe für euch den Kofferraum des Sportage mal grob vermessen. Ich sag euch wie immer drei Dinge, die ich besonders gut finde und drei Dinge, die ich gern anders hätte. Und wir gucken uns mal zusammen an, welcher Sportage-Antrieb sich für wen am meisten lohnt. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil logisch. Jetzt müssen wir aus dem Licht. Ach so! Trinkerblick. Das markanteste Element des neuen Sportage ist ohne Zweifel der Kühlergrill, der sich einmal komplett über die gesamte Front zieht. Verbunden wird diese Neuinterpretation der Kia-typischen Tigernase durch diese LED-Tagfahrlichter, die serienmäßig sind, in Boomerangform, die wahrscheinlich längsten Tagfahrlichter der Welt. Ab der Ausstattungslinie Spirit kommt der Sportage serienmäßig mit den adaptiven Dual-LED-Scheinwerfern. Du hast dann pro Scheinwerfer 13 LEDs, fährst nachts mit Dauerfernlicht und der Gegenverkehr oder dein Vordermann wird nur selektiv ausgeblendet, der Rest ist hell erleuchtet. Die fünfte Sportage-Generation wurde in Zusammenarbeit der Kia Designzentren in Korea, Deutschland, den USA und China entworfen. Sportage Nummer 5 reiht sich damit in die fast 30-jährige Geschichte der Modellreihe ein. Generation 1 Typ JA gab es von 1994 bis 2002. Nach zwei Jahren ohne Sportage kam dann Typ JE 2004 auf den Markt, der dann 2010 durch Typ SL, die dritte Sportage-Generation, ersetzt wurde. Und ich glaube, man kann es gut sehen, zwischen Generation 2 und 3 war designtechnisch ein Riesensprung. Stichwort Peter Schreier. 2015 folgte dann die vierte Sportage-Generation Typ QL und im Sommer 2021 wurde die jetzige fünfte Generation Typ NQ5 präsentiert. In der fünften Generation gibt es den SUV-Bestseller von Kia erstmals in einer speziell für Europa konzipierten Version. Heißt, die orientiert sich vom Format her am Vorgängermodell, während die globale Version der fünften Generation in der Länge deutlich gewachsen ist. Im NCAP-Crashtest hat der Sportage die Höchstnote von 5 Sternen erzielt und produziert wird er zusammen mit der Seat-Baureihe in Žilina in der Slowakei. Das Verhältnis Glas zu Blech ist beim Sportage übrigens ungefähr 1:2. Das kennt man sonst nur von Sportwagen und das ist eben der Grund, warum der Sportage seit Generation 3 so sportlich aussieht, wie er aussieht. Die Chromzierleiste, die unterhalb der Seitenfenster verläuft, wird an der C-Säule nach oben versetzt weitergeführt Richtung Heckspoiler. Und der Heckspoiler trägt natürlich auch zur sportlichen Ausstrahlung der Seitenansicht bei. Was die mögliche Farbauswahl angeht, ist der Sportage sehr breit aufgestellt. Wobei ich einschränken muss, dass es zumindest derzeit kein Splash Lemon Metallic mehr gibt. Und auch das Machined Bronze Metallic ist zurzeit nicht im Modellprogramm drin. Weiß nicht, ob die nochmal kommen, aber um das Gelb wäre es, finde ich, schon sehr schade. Das Heck, typisches Steilheck-Design. Dazu diese stylischen Rückleuchten und ja, die Blinker sind jetzt endlich oben.
Verbunden sind die Leuchten durch eine schwarze Leiste, die die Breite des Hecks nochmal unterstreichen soll. Der Heckscheibenwischer ist oben versteckt unterm Dachspoiler angebracht und dadurch sieht die Heckscheibe wie gecleant aus. Unten ein Diffusor-Design-Element und in meinen Augen leider keine echten Auspuffrohre oder gut gemachte Blenden. Im Gegenteil, hier beim Sportage, das triggert mich jedes Mal, sehe ich hier diesen Mini-Auspuff-Entenbürzel. Naja. Optik und Charakter des neuen Sportage sind von der 2021 vorgestellten neuen Kia Designphilosophie Opposites United geprägt. Vereinte Gegensätze. Und die Designer haben eine kühne, emotionale, moderne, aber zugleich organische Formgebung angestrebt, sagt Kia. Das ist doch wohl mal geil. Ja? Motor und Antrieb. Es ist ewig her, als ich das letzte Mal einen Diesel gefahren bin. Das war im Sommer 2021, der Sorento. Und ich habe jetzt in der Testzeit wieder mal gemerkt, dass ich ein Diesel-Fan bin. Immerhin bin ich vor dem Proceed GT ein Jahrzehnt nur Diesel gefahren. Ich weiß, was ihr euch jetzt fragt, wie kann der ein Jahrzehnt Diesel gefahren sein, wenn der aussieht wie Anfang 20? Das ist mein kleines Geheimnis. Unser Testwagen hier wird angetrieben von einem 1,6 Liter CRDI Turbodiesel mit 136 PS und maximal 320 Newtonmetern. Dazu hat unser Testwagen noch das 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, Allrad und natürlich auch das 48 Volt Mild-Hybrid-System namens EcoDynamics Plus. Heißt 48 Volt Bordnetz samt Lithium-Ionen-Akku, ein 12 kW starker Startergenerator und ein Gleichspannungswandler für den Energieaustausch zwischen den zwei Bordnetzen 48 und 12 Volt. Der Startergenerator ist dabei per Riemenantrieb mit der Kurbelwelle verbunden und kann so als Elektromotor den Antrieb unterstützen oder die Batterie laden. Bei starker Beschleunigung stellt er zudem auch extra Drehmoment zur Verfügung. Wie viel gibt Kia aber nicht an. Bei sanfter Beschleunigung wiederum unterstützt er den Dieselantrieb und mindert dadurch dessen Motorlast, was den Kraftstoffverbrauch reduzieren soll. Von 0 auf 100 geht's in raketenhaften 11,6 Sekunden, Spitze 180. Es gibt drei Drive-Modes, nämlich Eco, Normal und Sport. Dabei wird jeweils die Getriebe- und Motorsteuerung sowie die Lenkunterstützung beeinflusst. Im Eco-Modus kann das DCT auch segeln, heißt, unter bestimmten Bedingungen schaltet sich der Motor ab bzw. kuppelt aus und bleibt an und lässt den Sportage freirollen ohne Bremswirkung. Du rollst dann unter diesen bestimmten Bedingungen ohne Kraftstoffverbrauch dahin, währenddem der Elektromotor hier die Stromversorgung sicherstellt. Auch beim Ausrollen oder Bremsen, zum Beispiel auf Ampeln, schaltet sich der Motor unter 30 km/h aus und springt dann wieder an, wenn du an der Ampel losfährst. Soweit die Theorie. Denn in der Praxis habe ich die Erfahrung gemacht, dass dieses 48-Volt-System für Regionen, die die Topografie meiner Region aufweisen, also viel Berg und Tal, nicht ideal ist. Das habe ich das letzte Mal beim Stonic gemerkt. Der hatte auch das 48-Volt-System und da hat es mich auch nicht 100% zufriedengestellt. Denn so wie ich das gemerkt und dem Handbuch entnommen habe, schaltet der Leerlaufassistent den Motor schon beim geringsten Gefälle wieder an. So wie ich das dem Handbuch entnommen habe, minus 4 und plus 4%. Das heißt, im Prinzip hast du den Leerlauf nur, wenn du gerade hinrollst. Und wieder eingekuppelt finde ich die Rekuperation des 48-Volt-Systems recht stark. Könnt ihr mich überhaupt sehen? Heißt, wenn ich hier einen der vielen Berge bergab fahre, verliere ich durch das 48-Volt-System Geschwindigkeit, was mit einem 12-Volt-System nicht der Fall wäre. Hier haben wir so einen Berg. Ich verlasse jetzt Großzöbern Richtung Pürg und hier ist ein relativ langer und steiler Berg. Ich beschleunige jetzt mal. Na gut. Gutes Drehmoment haben wir ja. Was ich aber sagen wollte, hier ist im Prinzip schon wieder so ein starkes Gefälle, dass der Motor die ganze Zeit nicht auskuppelt und ich so Geschwindigkeit verliere. Bei meinem Proceed zum Beispiel kann ich hier ohne Gas zu geben den Berg runterfahren. Hier muss ich ständig nachsteuern. Jetzt sind wir zum Beispiel im Segelmodus. Hier geht es eben hin, aber es wäre eben auch schön, wenn er nicht wieder einkuppeln würde. Ja, so geht's. Aber jetzt war wieder zu viel Gefälle.
Mich irritiert bei diesem 48-Volt-System dieser Fahrrad-Dynamo-Effekt, den man von früher kennt. Wenn ich abends mit dem Fahrrad gefahren bin, Dynamo angeschalten habe, dann habe ich zwar Licht gehabt, aber habe dann auch mehr treten müssen, dass ich das Licht habe. Und wenn ich aufgehört habe zu treten, habe ich schneller verzögert. Ja, Segelmodus. Manchmal klappt es, aber es ist... Ich würde mir wünschen, dass der Spotage im Eco-Modus immer segelt, auch wenn es mal ein bisschen mehr Gefälle ist. Meiner Meinung nach würde es zum Beispiel in meiner Region mehr Sprit sparen, wenn ich einfach rollen würde, als dass ich rekuperiere, um dann wieder Gas geben zu müssen. Habe ich so im Gefühl. Auf der Autobahnetappe wiederum, die ich gefahren bin, habe ich mal wieder gemerkt, dass so ein Diesel wirklich für die Autobahn gemacht ist. Und da reichen auch 136 PS. Es sollte einem aber auch klar sein, dass ich mit den 1,8 Tonnen Leergewicht, Allrad und 136 PS nicht jedes Ampelduell gewinnen lässt. Ja, aber wer will das schon? Fahrwerk und Komfort. Der Testwagen kommt in der GT-Line-Ausstattung und hat deshalb die neue elektronische Dämpferkontrolle Electronic Control Suspension, kurz ECS. Dabei wird kontinuierlich die Dämpfung geregelt, sowohl für den Komfort als auch für die Sicherheit. Personalisieren kann man aber nichts, das System macht es so, wie es denkt. Ich persönlich mag das Fahrwerk des Sportage, ich kenne aber das normale Fahrwerk bislang nicht. Falls ich demnächst mal eine Nicht-GT-Line fahren sollte, kann ich euch mehr zu den Unterschieden sagen. Was natürlich in einem modernen Auto nicht fehlen darf, sind die Assistenzsysteme und von denen hat der Kia Sportage einige an Bord. Die schlank designten Vordersitze des Sportage fand ich echt komfortabel. Die sind bequem, bieten aber trotzdem viel Seitenhalt. Das Cockpit des Sportage zeigt sich fahrerorientiert. Am auffälligsten ist wahrscheinlich das gewölbte Panoramadisplay mit zwei großformatigen Bildschirmen, die je nach Ausstattung bis zu 12,3 Zoll in der Diagonale groß sind. Mit der Multimode-Bedienleiste sollen sich die wichtigsten Infotainment- und Klimatisierungsfunktionen intuitiv steuern lassen. Was ich beim Totwinkelassistent mit Monitoranzeige noch zeigen wollte, ist, dass es in der Praxis auch mal sein kann, dass du nichts siehst, nämlich wenn du im Rücken die Sonne hast oder das Ding ist verschmutzt. Ne? Ist manchmal so. Was ich nicht schlecht finde, ist die 360-Grad-Kamera. Da ist also für jeden der passende Winkel dabei. Ja. Zur Not haben wir noch diesen Drohnenflug. Hier ist übrigens das Weltmodell mit dem dritten Seitenfenster. Ja. Hätte man vielleicht die Europa-Version einpflegen können. Naja, gut. Das ist doch immer faszinierend, oder? Was den Kofferraum angeht, bieten alle Sportage über 500 Liter Kofferraumvolumen. Der Diesel hat dabei mit 526 Liter den kleinsten Kofferraum, unter anderem deswegen, weil im Ladeboden noch die 48-Volt-Batterie verstaut ist. Und jetzt drei Dinge, die ich am Kia Sportage besonders gut finde. Erstens den Gesamtkomfort. Kompakte Außenmaße, bequemer Ein- und Ausstieg, viel Platz. Dazu verhältnismäßig wenig Verbrauch und somit hohe Reichweiten. Die Geräuschdämmung ist gut, doppelverglaste Seitenscheiben könnten aber wahrscheinlich auf der Autobahn für ein bisschen weniger Windgeräusche sorgen.
Das Fahrwerk, also zumindest das mit der elektronischen Dämpferkontrolle, denn nur das bin ich bislang gefahren, ist komfortabel und sportlich zugleich. Der Sportage liegt sportlich satt auf der Straße, ist aber komfortabel, sodass du, obwohl du satt auf der Straße liegst, schön dahin gleitest. Und wenn man doch mal seine jugendlichen 2 Minuten haben sollte, dann kann man auch mal in eine Kurve reinstechen, ohne dass sich das Fahrwerk in irgendeiner Weise davon beeindruckt zeigt. Eher wird es dann wahrscheinlich noch den Mitfahrenden schlecht. Gerade auf langen Strecken können, wenn man will, jede Menge Assistenzsysteme das Fahren erleichtern. Und je nachdem, welche Ausstattung du wählst, hast du auch Sitzlüftung, den Remote Park Assistent und ab der Spirit-Ausstattung serienmäßig die zweitens adaptiven Dual-LED-Scheinwerfer. Die habe ich jetzt ausgiebig getestet und die finde ich auch bei Nässe einen absoluten Sicherheitsgewinn im Vergleich zu den normalen LED-Scheinwerfern. Denn du fährst mit Dauerfernlicht. Die Straße vor dir ist immer hell erleuchtet und der Spotage blendet nur die Verkehrsteilnehmer aus, die durch dich geblendet werden könnten. Und es scheint auch gut zu funktionieren, denn ich habe nie Lichthupe bekommen. Für mich fehlt noch ein Kurven- und Abbiegelicht, aber vielleicht kommt es ja noch. Eins möchte ich aber bei all dem Lob trotzdem noch anmerken, und zwar, dass ich es schade finde, dass diese adaptiven Dual-LED-Scheinwerfer erst ab der Spirit-Ausstattung und dann aber auch serienmäßig dabei sind. Wenn du jetzt sagst, der Sportage in der Vision-Ausstattung reicht mir völlig, ich hätte aber gern nachts dieses tolle Licht, ja, Pech gehabt, du musst mindestens die Spirit-Ausstattung nehmen, damit du in den Genuss der dann serienmäßigen adaptiven Scheinwerfer kommst. Und was ich drittens noch besonders gut finde, ist ja einfach so dies und das. Die Sitzlüftung ist im Sommer der Hammer. Die Sitze sind so bequem wie Chefsessel, du hast aber trotzdem viel Seitenhalt. Und nicht zuletzt finde ich die verbauten Materialien, die Anmutung und die Technik hier drin Premium. Und wenn man es nicht wüsste, das könnte auch ein Sorento sein. Ich bin in meiner Testzeit 1073 Kilometer mit dem Kia Sportage als Mildhybrid Diesel gefahren. Ich hatte dabei einen Verbrauch laut Bordcomputer von durchschnittlich 6,64 Litern auf 100 Kilometer. Die Abweichung des Wertes laut Bordcomputer und der tatsächlich getankten Dieselmenge betrug in meinem Fall minus 2,15%. Das heißt, der Bordcomputer hat sogar mehr angezeigt, als der Sportage tatsächlich verbraucht hat. In Summe hatte ich einen realen Testverbrauch von 6,5 Litern auf 100 Kilometer. Und jetzt 3 Dinge, die ich am Kia Sportage gerne anders hätte. Und ja, ich habe es schon 100-mal gesagt, aber es ist mir ein Anliegen und deswegen wird es noch einmal erlaubt sein dürfen, das Soundsystem. Das ist natürlich alles individuelle Ohrensache, aber wenn ich mir einen Kia Sportage bestellen würde und den Haken setzen würde bei Premium Soundsystem für 590 Euro und Harman Kardon lesen würde, würde ich davon ausgehen, dass ich hier wirklich Premium Sound habe. In meinen Ohren ist es aber kein Premium Sound. Das Harman Kardon System hat im Vergleich zur serienmäßigen Anlage nicht 6, sondern 8 Lautsprecher, denn ich habe hier vorne noch einen Zentrallautsprecher und einen Subwoofer mit externer Endstufe. Und für die Verbrennermodelle, also die Mildhybride, gibt es auch noch exklusiv das Halo Sonic dazu, nennt sich Internal Electronic Sound Synthesis oder wie es in den Fahrzeugeinstellungen heißt, der künstliche Motorsound. Den finde ich aber nicht schlecht, denn wenn ich hier in den Sportmodus gehe, habe ich das Gefühl, dass ich hier einen 300 PS Diesel an der Hand habe. Schaut mal. Zumindest was den Sound angeht. Der Vortrieb ist natürlich trotzdem der gleiche. Das Soundsystem als solches wäre für mich aber zu wenig Premium. Also was auch immer der Begriff Premium überhaupt heißen soll. Für den EV6 gibt es nicht für 590, sondern für 900 Euro das Meridian Premium Soundsystem mit 14 Lautsprechern, externer Endstufe und Surround Sound. Und das ist vom Allerfeinsten. Vielleicht ist ja für Unbeteiligte das Harman Kardon System hier drin nicht schlecht. Aber wenn man einmal das Meridian Sound System gehört hat, dann macht das Harman Kardon im Sportage hier keinen Stich. Das Meridian Sound System würde ich wahrscheinlich auch als Premium bezeichnen und das würde dem Sportage hier auch gut zu Gesicht stehen. Also ist die Frage, könnte man nicht das Meridian Sound System auch für den Sportage anbieten? Für 900 Euro? Ich meine, so viel mehr ist es dann auch nicht. Wenn unter euch hier Sportagler sind, die das Soundsystem haben, schreibt doch mal rein, wie ihr das Soundsystem findet. Vielleicht sind auch meine Ohren einfach kaputt.
Zweitens die Ambientebeleuchtung, denn die hat der Sportage zwar, aber die ist mir einfach zu dezent. Beleuchtet ist lediglich der Bereich in der Mittelkonsole und im Armaturenbrett rechts gibt es noch einen beleuchteten Streifen, den man aber kaum wahrnimmt. Ich hätte im Auto nachts gerne einfach mehr Bling Bling. Links, rechts, vorne, hinten, zweifarbig. Vielleicht so wie im IONIQ 6. Bei dem finde ich speziell bei hellem Innenraum die Ambientebeleuchtung rattenscharf. Ohnehin würde ich mir für den Sportage auch noch eine helle Polsteroption wünschen. In anderen Märkten, USA zum Beispiel, gibt es für die, die es wollen, auch noch eine schön helle, freundlich wirkende Innenraumoption. Dann würde vielleicht auch das Ambiente-Licht ganz anders wirken, als bei dem Schwarz, das das ganze Licht schluckt. Zumindest könnte man ja den Kunden die Wahl lassen, ob sie einen hellen oder einen dunklen Innenraum wollen. Und was ich drittens noch gerne anders hätte, ist so ein bisschen hier und da. Zum Beispiel, das habe ich schon mal erwähnt, hätte ich gern ein Head-Up-Display. Die Mittelarmlehne hätte ich gern nach vorn verschiebbar, denn für Menschen unter 1,80 ist es in dem Fall auch wieder nur eine Ellbogenlehne. Die Sitz- und Lenkradheizung könnte für mein Empfinden auch noch ein bisschen mehr bollern. Und für ein Auto, das je nach Ausstattung gut und gerne auch mal über 50.000 Euro kostet, hätte ich gern selbstabblendende Außenspiegel und Fensterheber hinten mit Impulsfunktion. Halt! Mir ist noch was eingefallen, was ich gern anders hätte, nämlich die Sonnenblende. Klingt trivial, stört mich aber, ist mir zu tief. Wenn ich da in der Stadt fahre, muss ich mich wie ein Ferengi verbiegen, dass ich die Ampel sehe. So würde ich was sehen, aber so in der Einstellung ist es mir zu tief. Der Vorgänger Sportage hatte oben noch einen Graukeil, den gibt es jetzt ja nicht mehr. Der würde aber in vielen Fällen reichen, dass ich die Sonnenblende nicht bräuchte. Die ist zu tief, naja. Wenn ich im Vorschaubild schon großspurig Megatest hinschreibe, ja, dann muss ich das Versprechen wahrscheinlich auch einhalten, auch wenn die nächsten Minuten durch die Berechnungen viel Gehirnkapazität rauben werden. Ich beschränke mich bei meinen Berechnungen übrigens nur auf den Kostenvergleich Kfz-Steuer und Verbrauch, denn die Wartungskosten kann ich nicht abschätzen und eure aktuelle oder zukünftige Versicherungseinstufung weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, wie hoch die Kfz-Steuer des jeweiligen Antriebs ist und wie hoch ungefähr der Verbrauch sein wird und was den angeht, orientieren wir uns an den WLTP-Werten, die Kia angibt. Warum? Na, weil meine zahlreichen Testverbrauchsvideos ergeben haben, dass man die WLTP-Werte, die Kia angibt, durchaus erreichen kann. Im Beispiel vergleichen wir den Sportage als GT-Line mit Allradantrieb, eine Farbe ohne Aufpreis, keine Optionen. Der 180 PS Mildhybrid kostet so mindestens 46.650 Euro, der Diesel 47.590 Euro, der Hybrid 48.850 Euro und der Plug-in-Hybrid 51.280 Euro. Hier seht ihr die jeweiligen aktuellen Preisdifferenzen Stand März 2023. Ihr könnt es so lesen, der Mildhybrid mit 180 PS kostet 940 Euro weniger als der Diesel, 2200 Euro weniger als der Hybrid und über 4.500 Euro weniger als der Plug-in-Hybrid. Der Hybrid andererseits kostet 2.200 Euro mehr als der Mildhybrid, kostet 1.260 Euro mehr als der Diesel, aber fast 2.500 Euro weniger als der Plug-in-Hybrid. Hier seht ihr die Kfz-Jahressteuern, wobei der Plug-in-Hybrid bis 2025 2 Euro jedes Jahr kostet, danach 32 Euro. Ich nehme für die Berechnung im Durchschnitt 17 Euro. Viel macht es ja eh nicht aus. Tja, und nun zum Verbrauch laut WLTP. Als Beispiel habe ich einfach mal meine Fahranteile genommen. Ich fahre jeweils 20% innerstädtisch, 20% Stadtrand, 20% Landstraße, 40% Autobahn. Für den Mildhybrid zum Beispiel ergäbe das einen durchschnittlichen WLTP-Wert von 7,42 Litern. Wie komme ich darauf? Ich nehme einfach die von Kia für den jeweiligen Geschwindigkeitsbereich angegebenen Werte und wenn ich die 100% in 10% Stücke aufteile, dann nehme ich halt zweimal innerstädtisch, sind 20%, zweimal Stadtrand, nochmal 20% und so weiter und teile das Ergebnis dann durch 10 und habe so einen durchschnittlichen Verbrauch laut WLTP von 7,42 Litern. Das klingt jetzt alles kompliziert, aber wenn ich das kann, könnt ihr das auch. So, was die Kraftstoffpreise angeht, nehme ich die aktuellen Preise hier in Plauen. Das sind für Diesel 1,70 Euro und für Super 1,85 Euro. Das kann natürlich variieren. Wir nehmen mal Stand heute. Dann komme ich bei einer beispielhaften Jahresfahrleistung von 15.000 Kilometern, denn ich habe herausgefunden, die meisten von euch fahren zwischen 10.000 und 20.000 Kilometer, deswegen nehme ich halt mal 15.000. Inklusive Kfz-Steuer auf zum Beispiel für den Mildhybrid 2.245 Euro.
Für den Diesel wären es 1818 Euro, für den Hybrid 2021 Euro und für den Plug-in-Hybrid mit den Werten laut WLTP 1976 Euro. Der Mild-Hybrid zum Beispiel kostet, beschränkt auf Kfz-Steuer und Verbrauch, somit jedes Jahr 427 Euro mehr als der Diesel. Er kostet 224 Euro mehr als der Hybrid und 269 Euro mehr als der Plug-in-Hybrid. Ja, und wenn der Mild-Hybrid 427 Euro mehr kostet als der Diesel, kostet natürlich folglich der Diesel jedes Jahr 427 Euro weniger Kfz-Steuer und Verbrauch als der Mild-Hybrid. Und somit hätte man den Mehrpreis des Diesels von 940 Euro im Vergleich zum Mild-Hybrid in ungefähr 2 Jahren wieder reingefahren. Ist das Prinzip verstanden? Wenn ja, kann ich ja weitermachen. Wenn nicht, vielleicht nochmal zurückspulen. Der Hybrid kostet in meinem Beispiel 224 Euro im Jahr weniger als der Mild-Hybrid, kostet aber auch 2200 Euro mehr. Somit hätte man die Mehrkosten bei meinem Fahrprofil und 15.000 Kilometern im Jahr erst nach guten 10 Jahren wieder reingefahren. Ab dann würde man mit dem Hybrid kostengünstiger fahren. Den Plug-in-Hybrid hätte man verglichen mit dem Mild-Hybrid erst nach 17 Jahren wieder rein, verglichen mit dem Diesel überhaupt nicht, weil man jedes Jahr mehr Kosten hat, und verglichen mit dem Hybrid dauert es 54 Jahre. Anders würde es zum Beispiel aussehen bei 60% innerstädtisch, 20% Stadtrand, 10% Landstraße, 10% Autobahn. Den Diesel hätte man im Vergleich zum Mild-Hybrid auch nach ungefähr 2 Jahren wieder rein. Den Hybrid, weil er in der Stadt weniger verbraucht, hätte man dann schon nach knapp 6 Jahren wieder rein. Und der Plug-in-Hybrid, ja, dauert trotzdem noch ein ganz schönes Stück, aber das ist ja hier nur ein Beispielsfall und es geht ja noch weiter. Denn bleiben wir mal bei dem Fahrprofil und unterstellen, dass du den Plug-in-Hybrid regelmäßig lädst. Dann würde ich von dem durchschnittlichen WLTP-Verbrauch von 1,78 Litern auf 100 Kilometer ausgehen. Wie komme ich da drauf? Ich würde für die 90% Nicht-Autobahn die angegebenen 1,1 Liter kombiniert annehmen und für die 10% Autobahnfahrten im Jahr den Autobahnwert mit 7,9 Litern. Das ergibt im Schnitt die 1,78 Liter. Dazu kommt dann aber natürlich noch Strom. Und wenn ich mal von den aktuellen Strompreisen von 40 Cent pro Kilowattstunde ausgehe, kämen zu den 494 Euro, die ich für Sprit bezahlen muss, noch 1380 Euro Strom in dem Beispiel. Wie komme ich auf die 1380 Euro? Kia gibt als elektrische Reichweite für den Plug-in-Hybrid 70 Kilometer an. Das habe ich in der Praxis noch nicht erreicht. Ich würde mal von 60 Kilometern ausgehen. Und wenn ich 15.000 Kilometer im Jahr fahre, geteilt durch 60 Kilometer, dann muss ich ungefähr 250 Mal laden. Der Akku des Sportage Plug-in-Hybrid fasst 13,8 Kilowattstunden. Und das Ganze mal 40 Cent je Kilowattstunde sind 1380 Euro Strom. Können wir so nehmen, oder? Ich käme dann auf 1891 Euro. Mit den Stromkosten würde sich der Plug-in-Hybrid im Vergleich zum Mild-Hybrid nach 10 Jahren rentieren. Natürlich hier im Beispiel unterstellt, dass die Stromkosten auch in 10 Jahren noch 40 Cent betragen. Der Plug-in-Hybrid wäre hier sogar günstiger als der Diesel, aber nur 9 Euro, also würde es ungefähr 400 Jahre dauern. Und im Vergleich zum Hybrid würde man jedes Jahr 100 Euro Strom und Kraftstoff sparen. Wenn aber der Hybrid 2400 Euro weniger kostet als der Plug-in-Hybrid, dauert es dann 24 Jahre. So, da das hier aber kein Plug-in-Hybrid-Bashing sein soll, kommt jetzt noch ein Beispiel für die optimale Nutzung des Plug-in-Hybrids. Nämlich dann, wenn du zu Hause eine Photovoltaikanlage hast und wenn wir die Anschaffung, Abschreibung und den Unterhalt der Photovoltaikanlage mal mit 10 Cent pro Kilowattstunde rechnen und dasselbe Fahrprofil bei 15.000 Kilometern unterstellen, dann hättest du den Plug-in-Hybrid nach 2 bis 4 Jahren schon wieder kostenmäßig rein. Und wenn ich das könnte, dann würde ich mir auch getrost den Plug-in-Hybrid kaufen und erst recht, wenn ich zum Beispiel Arbeitnehmer bin oder Unternehmer, dann würde ich nämlich von der 0,5% Regelung für Plug-in-Hybride profitieren und würde dann, wie hier in dem pauschalen Beispielsfall, jedes Jahr über 1000 Euro Steuern sparen und hätte den Mehrpreis des Plug-in-Hybrids somit noch schneller wieder rein. Tja nu, und welchen Antrieb nehmen? Ja, das liegt natürlich ganz bei dir. Der Mild-Hybrid und der Diesel sind meiner Meinung nach die günstigsten Antriebe. Auf der anderen Seite finde ich zum Beispiel die 230 PS des Hybrid den Aufpreis wert, weil der vom Anzug und von der Kraftentfaltung eine ganz andere Hausnummer ist. Und der Plug-in-Hybrid mit den 265 PS, der fährt sich auch nicht schlecht. So ehrlich muss man aber sein, der lohnt sich wahrscheinlich nur noch, wenn du zu Hause kostengünstig laden kannst oder den Plug-in-Hybrid als Dienstwagen hast und von der Steuervergünstigung profitierst. Und welcher Antrieb dürfte es für dich sein oder welchen hast du? Das interessiert mich.
Die Zulassungszahlen für den Kia Sportage als Diesel mit dem 48 Volt Mildhybrid-System zeigen es ja schon. Dieser Antrieb ist eher so ein Nischenmotor. Für wen eigentlich? Ja, eben für alle die, die nicht nur 1,6 Tonnen ziehen wollen, sondern 1,9 Tonnen und denen auch die 0 auf 100 Zeit von 11,6 Sekunden wurscht ist, weil die eh nur tausende Kilometer auf der Autobahn abspulen. Und da ist der Kia Sportage als Diesel mit seinen 320 Newtonmetern perfekt geeignet. Und natürlich auch für Dieselfans, die einfach den Sound und die Charakteristik eines Diesels mögen. Dazu zähle ich mich grundsätzlich auch, aber mir würden hier tatsächlich 50 PS und 100 Newtonmeter fehlen. Was sagst du denn zum Kia Sportage als Diesel? Wäre die Motorisierung was für dich oder würdest du eine andere nehmen? Das interessiert mich. Und was das Thema Farben angeht, dann hätte ich, wenn ich mir einen Sportage bestellen würde, ein echtes Problem, denn ich finde eigentlich alle geil. Ich hatte den Mildhybrid Benziner in Luna Silber, fand ich in Live wirklich gut. Dann hatte ich den Plug-in Hybrid in Weiß. Dann hatte ich den Hybrid in Experience Green. Das geht immer. Aber auch dieses Blue Flame Metallic hier, ich könnte mich nicht entscheiden. Ich würde wahrscheinlich Splash Lemon nehmen, einfach mal um was zu wagen. Aber das gibt es ja derzeit nicht. Vielleicht kommt es ja wieder. Sei es drum, der Sportage ist eine Wucht, oder? Wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, Daumen hoch, denn dir tut's nicht weh und mir tut's gut. Außerdem Kanal abonnieren. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch.